Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, es ist jetzt wieder ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Mir ging es halt nicht so gut und so, aber ich wollte jetzt mal wieder spielen. Muss jetzt erstmal auch in die Steuerung wieder reinkommen. Und Silon, da müssen wir hin, aber warum müssen wir da nochmal hin? Muss in die Gegend südlich von Cerulean reisen und dort eine Gruppe von Kampfmagier treffen, die sich auf die Stürmung der Ruinen von Silon vorbereiten. Ah, okay, also wir müssen jetzt Richtung Skingrad. Nein, ich möchte nicht schnell reisen. Ich möchte das schon zu Fuß erleben. So, erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich habe ein bisschen was vergessen, sagen wir mal so. Und ich sehe gerade, ich habe mein, mein Getränk nicht mal aufgefüllt. Der ist ja fast leer. So, Skingrad die Richtung. So. Warte mal. Ah, okay, die Beinschienen sind immer noch Ebenerz. Genauso die Handschuhe und die Schuhe. Wir haben ja nur den Kyras, glaube ich. Daedrisch kann das sein. Genau, Daedrische Brust Harnisch. Alles andere noch Ebenerz. Ja, mal gucken, wann wir vollständig das alles hier auf Daedrisch bekommen. Freue ich mich. So. Einmal mit dem Kopf dagegen stoßen, ist auch schon mal gut. Aber so oder so, ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. So rausfinden, was haben wir gemacht? Wo sind wir gerade auf dem Weg? Was müssen wir noch machen? Und so weiter. Aber ich muss auch sagen, ich habe die Musik vermisst von Oblivion. Ich hoffe, ich kann die Soundtracks irgendwie auch in Skyrim dann noch irgendwie unterjubeln, reinbringen. Dass die dann auch einfach mal random abgespielt werden. Ich liebe die Musik hier. So, wo genau befinden wir uns jetzt? Gold Road. Okay, aber noch relativ am Anfang. Noch nicht sehr weit. So, ich musste erstmal wieder reinkommen. Gucken, wie was hier funktioniert. Okay. Umbra ist noch nicht. Autsch. So. Umbra ist noch nicht wieder aufgeladen. Wie laden wir Umbra nochmal auf? Der Minotaurus ist auch schon da vorne und greift er uns gleich an. Da ist noch einer. Das ist aber ein normaler Mino. Der lässt uns in Ruhe. Der macht erstmal den Moonwalk. Ist der am Tanzen? Ja, der andere kommt jetzt auch noch dazu.
Warte mal. Ach nö. Wo kommst du denn her? Der hat mich jetzt überrascht. Hier schwebt einfach ein Stein. Okay. Das ist bestimmt ein magischer Stein. So, ab jetzt können wir den Weg verlassen. Hier ist noch eine Burg. Festung, was wir noch nicht entdeckt hatten. Festung Vlastaros. Okay, angegriffen werden wir hier jetzt nicht. Zu meiner Überraschung. Wo kommst du? Wo kommt der denn her? Dremora Claymore? Dedra Herz? Schattenform? Wo kam der denn jetzt her? Ein Dremora Magnus. War ich schon wirklich so nah an dem Ding? Dass der jetzt einfach so ankam? Ist das Schwert denn besser als meins? Und der schon durch haben wir, Dremora Claymore. Blutige Rose, das ist es, oder? 23 Schaden. Auch 23. Aber es ist ein Claymore, das ist zweihändig. Ich will aber keine Zweihandwaffe. Ich mag es irgendwie mit Schwert und Schild unterwegs zu sein. So, und ich merke schon, ich rutsche hier langsam wieder runter mit dem Stuhl. Da sind die Magier. Was ist das denn für eine Blume, die da heraussticht? Okay. Sticht hier ein bisschen mehr was raus. Hallo, Hochmagier. Talfin, Iver und Merete. Ihr wurdet vom Rat geschickt, nicht wahr? Traven hat euch geschickt? Nur euch? Ja. Dies gleicht unsere Unterlegenheit etwas aus, aber nur geringfügig. Wir stehen nach wie vor einer großen Überzahl gegenüber. Folgt mir, ich werde euch zeigen, womit wir es zu tun haben. Okay, die laufen vor. Womit haben wir es zu tun? Das ist es. Der Eingang zu Silorn liegt direkt vor uns. Wir haben den Ort einige Zeit beobachtet und seit der Vereitelung des ursprünglichen Plans versucht, außer Sicht zu bleiben. Wir sollten den Ort erstürmen und das Juwel, das sie in ihrem Besitz haben, an uns nehmen. Dies ist uns jedoch nicht möglich. Die Tür ist mit einer Art Zauberbann belegt. Da diese Tür versiegelt ist, können wir nicht hinein und müssen warten, dass sie herauskommen. Den Aktivitäten zufolge, die ich beobachtet habe, dürfte das sehr bald der Fall sein. Warum habt ihr euch zurückgezogen? Was blieb mir anderes übrig? Wir waren viel zu ungeschützt.
als wir so vor der Tür standen. Ich habe bereits einen meiner Männer verloren und wollte nicht noch mehr verlieren. Rolis hat versucht, durch die Tür zu kommen. Er ist derjenige, der erkannt hat, dass dies völlig aussichtslos ist. Eine ihrer Patrouillen hat uns gesehen und Rolis ist gefallen. Daher sitzen wir jetzt hier fest. Uns bleibt nur übrig, abzuwarten, bis sie herauskommen. Dann können sie sich nicht mehr verstecken, was den Kampf ausgeglichener gestalten würde. Okay, also was machen wir jetzt? Uns bleibt nur übrig, uns darauf vorzubereiten, dass sie herauskommen. Wenn sie herauskommen, ist dies unsere beste Gelegenheit, sie zu überwältigen. Da wir nicht hinein können, wissen wir natürlich nicht, wie viele es sind und ob wir überhaupt eine Chance haben. Traven hat uns mitteilen lassen, dass ihr das Kommando übernehmen sollt. Und darum sollt ihr es auch haben. Ihr habt das Kommando. Sagt uns, wo ihr uns haben wollt. Mit eurer Erlaubnis schlage ich euch vor, uns an den für unsere Fähigkeiten jeweils günstigsten Stellen zu postieren. Doch die Entscheidung liegt bei euch. Fähigkeiten? Ich muss zugeben, dass ich mit einer Axt besser umgehen kann als mit Magie. Ich habe an meinen Zauberkünsten gearbeitet, fühle mich aber mit einer Waffe in der Hand noch immer am wohlsten. Position? Es gibt zwei gute Orte für ein Versteck. Einer gleich hier und einer näher an der Tür. Wo soll ich warten? Haltet lieber den Abstand, nicht, dass ihr drauf geht. Gut, ich mache mich sofort auf den Weg. Sagt Bescheid, sobald alle anderen bereit sind. Tag. Tag, hoppala. Ich bin kampfbereit. Wo braucht ihr mich? Was sind deine Fähigkeiten? Nun, in meinen Studien der Magie bin ich sehr gut geworden, vor allem bei den wirkungsvolleren Zaubern. Ich kann auch ausgezeichnet mit ihnen umgehen. Besser sogar als mit einem Schwert. Okay, Position. Soll ich weiter hinten bleiben oder näher an der Tür? Halte Abstand. Gut, ich bin schon auf dem Weg. Nein. Zu euren Diensten. Iva? Was braucht ihr? Was sind eure Fähigkeiten? Ich kann mit Waffen und mit Zauberei umgehen, habe aber in letzter Zeit vor allem an meinen Heilkräften gearbeitet. Ich bin recht gut darin geworden. Okay, du bleibst bei den anderen. Wo soll ich warten? Du bleibst... Ganz in der Nähe oder weiter weg? Ich werde jedem in meiner Nähe zu helfen versuchen. Ja, halte den Abstand. Nun gut, doch das bringt mich weiter von der Gruppe weg. Naja, die Gruppe ist auch... Die Gruppe ist... Ihr seid alle dort. Ihr seid alle hier. Falka ist zurück in die Ruinen von Silon geflüchtet. Ich muss ihn finden. Meine Götter, ein Wahnsinniger ist auf freiem Fuße. Was? Iva, das war ein Versehen. Ich wollte dich nicht... Iva, das war ein Versehen. Jetzt muss ich gleich nochmal neu laden. Ich will ihn nicht töten. Ach, Iva! Iva, kümmere dich um die anderen! Zeigt mir, was ihr da habt. Iva! Die sind dein Problem! Euer Schlimmstes! Kämpft immer gegeneinander. Ich habe jetzt ein dickes Problem hier. Sterb schon, verdammt! Soll ich jetzt etwa Angst haben? Wie werde ich ihn jetzt los? Sollen die doch miteinander kämpfen?
Ach, Mist. Ich glaube, ich werde vorher drauf gehen. So, was ist mit dir jetzt? Und ich glaube, Iva ist tot. Kann das sein? Was hat Iva? Iva ist tot. Dass man mit denen nicht reden kann. Pantoffeln? Hier, da fehlt eine Textur oder so? Das gefällt mir gerade gar nicht, dass da jetzt eine Textur fehlt. Ich konnte die nicht mal mehr looten. Oh, können wir verkaufen? So, gibt es hier noch irgendwen? Iva wurde aber nicht von mir getötet. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. Ich geh nochmal kurz raus. Wo sind die anderen hin? Holt euch das Juwel. Wahrscheinlich trug es der Anführer bei sich, jener Hochelf. Bringt es sofort zurück zu Traven, sonst war der gesamte Angriff umsonst. Okay. Also, der Verlust von Iva macht denen nichts aus. Anscheinend. Warte mal, können wir hier durch? So. Mehr könnt ihr also nicht. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Magie reicht wieder nicht aus. Gibt's? Ah! Stab des Raureifs nehme ich mal mit. Festigen wir. Ja, okay. Seelenstein nehme ich auch mal mit. So, einmal kurz auf eine Minimap gucken. Ah, okay, wir sind wieder... Da müssen wir hin. Hier gibt es eine Treppe. Hier gibt es noch einen Weg. Da ist er. Die nehmen wir wieder mit. Sonst gibt es hier nichts. So, und Leben ist wieder voll. Hey! Und Leben ist wieder voll. Stirb. Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft. Okay.
Gift der Trennung. Magie kann ziehen, okay. Ah, okay, wir haben... Und da kam er gerade. Ja. Wir haben nur hier die Möglichkeit, da rüber zu kommen. Ist jetzt nur die Frage, wie öffnen wir das? Fernsteuerung geöffnet. Okay, Fernsteuerung, wo öffnen wir das? Damit? Hoppala. Damit? Nee. Gibt es hier noch irgendwo einen Knopf oder so? Silon Tarn. Ist hier der Knopf? Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher machen als ihr. So. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht gibt es hier irgendwie einen Knopf. Oh, hi. Was macht ihr da mit dem ganzen Welkenstein? Okay, das war knapp. Viel wert sind die ja nicht. Und viel tragen kann ich jetzt auch nicht mehr. Wir sind wieder hier. Beziehungsweise wieder in so einem Gebiet. Also hier in Silon waren wir das, sind wir jetzt das erste Mal hier. Oh, Valarsteine. Hier aufgetaucht seid, war der letzte Fehler eures Lebens. Autsch. So. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Komm, wir nehmen mal... Was haben wir für einen Trank zu uns genommen? Abwesenheit hier wird nicht geduldet. Na du schon. Der was Besonderes. Die Dinger wieder. Moinsen. Immer irgendwelche Zombies. Und immer dieses Hey. Schadenstärke, okay. Aber warte mal. Das führt wieder nach Silon. Dahin gab es ja noch einen Weg, oder nicht?
So, den haben wir erledigt. Muss man hier unter Wasser? Ah, okay, das ist für den Fall, wenn man hier ins Wasser fällt. Dann gibt es hier bestimmt irgendwo auch noch Knöpfe. Im Wasser. Oder auf der Seite. Kein Knopf, gar nichts. Ist jetzt doch ein bisschen enttäuschend. Gab es hier nicht aber noch irgendwie irgendwo einen Weg? Nö. Beide führen hier hin, okay. Oh, warte. Gut, gehen wir dahin. Ah! So öffnen wir das. Sonst ist hier jetzt nichts. Haben wir hier noch mehr Tränke? Achso, hier war nur der Tor. Wer ist da? Oh, ich sollte wohl besser weniger trinken. Ich sehe schon Gespenster. Okay, der eine Zombie hat mich erwischt. Ah, Falker! Ihr werdet mich nie besiegen. Meine Waffe? Oh! Kann ich den eben noch reparieren? Nicht während eines Kampfes. Okay, dann. So. Ich warne mich gerade erst auf, du erbärmlicher. Nerv nicht, Skelett. Hey. Warte mal. Falker Schlüssel. Kolossaler Seelenstein. Ich habe das schwarze Seelenjuwel geborgen. Es muss zurück zu Hannibal Traven von der Geheimen Universität gebracht werden. So, jetzt erstmal alle, die hier rumgeistern, schnell loswerden. Oh nein. Jetzt hör auf, wegzurennen! Och ne, jetzt kommt. So, die Dinger muss ich auch noch mitnehmen. Sonst hatten die hier nichts. Ich glaube, die sind ganz normale Gegner. Autsch.
Und noch ein Geist. Das sind doch ein bisschen zu viele. Gerade. Und hier da links. Raum ist ein bisschen zu eng. Aus dem Weg. Dann lieber doch hier kämpfen. Warte mal, sind das die Steine, die auf einen schießen? Ja. Kann die irgendwie... Ich kann damit nichts machen. Mist. Habe ich jetzt einen freigelassen, oder wie? Warte mal. Ich hab doch... Habe ich nicht? Autsch. Jo, wir sind infiziert. So. Machen wir die erstmal. Erstmal den Geist vielleicht. Oder den Zong. Alter! Nerven die. So, den sind wir schon mal los. Du als Geist. So. So, jetzt einmal reparieren. Was repariert gehört. Nee, nicht das, nicht das, nicht das hier. So, das muss repariert werden. Wir haben richtig viel Schaden genommen. Die lasse ich mal so. Und ich will Umbra wieder nutzen. Das speichere ich jetzt mal. Wir haben, was wir haben wollten. Er schießt nicht mehr, okay. Ich weiß jetzt nicht, was wir aufgemacht haben mit dem einen Knopf. Führt das hier hin? Zu Silon wieder. Ah, hier kommen wir hin. Okay. So, Gold, das. Trank der Infravision. Das lassen wir mal. Ich möchte nicht nochmal alles blau sehen. Daran erinnere ich mich noch. Hab des Untergangs? Nee. Nee, warte, die Richtung, oder? Da. Da hinten müssten die sein. Eure Magie reicht nicht aus. Ich will mich heilen. Habt ihr das Juwel? Ja. Bringt es sofort zurück zu Traven, sonst war der gesamte Angriff umsonst.
Ja, ich mache mich sofort auf den Weg. Ich muss erstmal ein bisschen regenerieren. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Hat die Gerüchte. Ich weiß nicht, was Erzmagier Traven gegen Totenbeschwörung hat, aber seine erste Amtshandlung nach seiner Übernahme der Magiergilde war, diese Praxis zu verbieten. Lebt wohl. Habt ihr das Juwel? Okay, von ihr kann ich sonst nichts Neues erfahren. Wir kamen von der Richtung, ne? Mach ich einmal so voll. Wir sind ja infiziert, deswegen können wir jetzt gerade... Ah! Erstmal einen Krankheitsheiltrank nehmen. Okay. Da bin ich froh, dass wir die Dinger haben. Warum greift ihr mich an? Was ist das für eine Rüstung? Was ist das für eine Rüstung, was die hat? Ebenholzpfeile, die nehme ich mit. Ach, Elfen. Hier, was? Irgendwas stimmt mit den Dateien mittlerweile nicht. Wer sich auskennt, bitte einmal sagen, muss ich mir jetzt schon so, die Spielbarkeit angeht, schon langsam Sorgen machen. In dem Spiel. Fängt jetzt an, das Spiel sich selber zu zerstören. Das kommt ja immer irgendwie. Gab's ja sowas. Mist. Ich hoffe nicht, dass Oblivion sich jetzt zerstört von selber. Okay, da kam ich jetzt nicht hin. Schade. Ich hoffe, ich werde das noch normal weiterspielen können, bis ich es durch habe. Da ist die Straße. Da ist die Straße. Was muss ich eigentlich noch alles skillen? Schwertkampf können, brauchen wir nicht. Blocken müssen wir noch. Schwere Rüstung. Da kriegen wir bald ein Level up. Veränderungen. Zerstörung, Illusion, Wiederherstellung. Wiederherstellung haben wir auch schon bald den nächsten Level ab. Okay, und dann müssten wir hier eigentlich mal anfangen. Waffenschmied, stumpfe Waffen, Nahkampf, Schütze. Okay, solange wir Blocken aber noch nicht voll haben. Warte mal, wir haben eben erst Streitkolben, ne? Sobald wir einen dädrischen Streitkolbe haben, würde ich dann mit den stumpfen Waffen anfangen als nächstes. Da freue ich mich schon auch ein bisschen auf Skyrim, weil da kann ich dann einfach drauf losspielen und aufleveln, indem ich Sachen mache. Und dann mich einfach
kreuz und quer willkürlich so skillen, wie ich das möchte. Oder man kann auch einfach alles maximieren. Würde auch gehen. Okay, da werden wir gleich Schaden nehmen. Ja. Dann noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Ne, doch nicht. So, jetzt Wiederherstellung ist verbessert. Seid gegrüßt, guter Bürger. Seid gegrüßt. Okay, was ist das hier, was mich angreifen will? Ein Keiler. Irgendwie aber auch interessant, dass hier einfach einem alles angreifen will. Hier, die Schuhe sehen cool aus, die Vulkanglasdinger. Echt jetzt, das macht mir Sorgen. Das eine macht mir wirklich Sorgen hier. Ich höre hier Stimmen. So, aber jetzt sind wir wieder in der Kaiserstadt. Irgendwie gefühlt, das ist die Stadt, die wir bis jetzt, glaube ich, am wenigsten immer besucht haben. Ich denke, ich habe immer wieder betreten. Ich meine, in den anderen Städten und Dörfern und so weiter war ich sogar schon öfters als hier zur Kaiserstadt. So, Kaiserstadt Talosplatzbezirk. Der Weißgoldturm vor Äonen von antiken Elaine. Ah. Ich hab's vergessen. Ich kann hier nicht zu Ende lesen. Seid gegrüßt, guter Bürger. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich mag so Ladebildschirme, so wenn da Textfelder sind. Wenn dann irgendwie einem zu erkennen gibt, so dass man oder dass man einfach per Tastendruck den Ladebildschirm verlassen darf. So meine ich das. So was würde ich eher feiern. Wenn also nur bei den Ladebildschirmen, die ein Textfeld haben, wie die Elder Scrolls Teile. Wenn da sowas wäre jetzt wie bei Assassin's Creed oder so, dass die quasi eine Art eigenen Minispiel da machen, dass man da selber rumlaufen kann und so, dann ist das was anderes. Aber wenn da Text ist und so, dann möchte ich gerne so einen Button haben, wo steht, hier, du kannst das Spiel jetzt fortsetzen. Es ist fertig geladen. Ah, hier müsst ihr neues
Hallo? Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich hab... Achso, nicht ich wurde angesprochen. Wir haben gespeichert. Begeht, findet Talfin und die anderen Kampfmagier. Verhindert, dass das Juwel Manimako in die Hände fällt. Ich habe den schwarzen Siegel. Einsatz bereit bis zum Äußersten. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr das Juwel hierher brachtet. Ich brauche es sofort. Wir haben viel zu bereden und nur sehr wenig Zeit. Eine neue Aufgabe erwartet euch und dies ist mit Abstand die wichtigste, mit der ihr je betraut wurdet. Okay, habt ihr andere Aufgaben für mich? Seid ihr wirklich für diese Aufgabe bereit? Ich weiß nicht, was euch erwartet, aber sicher ist, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben werden, sobald ihr begonnen habt. Ich bin bereit. Dann hört mich an und spitzt die Ohren. Manimako wird bekommen, wonach er sucht, doch es wird sein Verderben durch eure Hand bedeuten. Mit diesem Juwel in eurem Besitz könnt ihr seinen Versuchen, euch mit einem Bann zu belegen, widerstehen. Sobald er scheitert, sollt ihr zuschlagen. Wenn dieses Gespräch endet, werdet ihr das Juwel an euch nehmen, Manimako aufsuchen und ihn vernichten. Versucht auf jedem erdenklichen Weg zu ihm vorzudringen. Das ist unsere einzige Hoffnung, ihn zu besiegen. Ich habe volles Vertrauen in euch und überlasse daher die Gilde eurer Obhut. Sobald ich nicht mehr lebe, werdet ihr der Erzmagier und das Oberhaupt der Gilde sein. Führt eure Magierbrüder und führt sie weise. Die Zukunft liegt in euren Händen. Gehabt euch wohl. Gewandtes Erzmagier, Schuh des Weißmagiers. Stab der Abtrennung. Darf ich mich jetzt umsehen? Ich muss eigentlich noch einige Sachen verkaufen und so. Ist das hier jetzt meins? Warte mal, wir haben es 8 Uhr morgens. Was ist denn das? Zerknittertes Stück Papier. Nein, steck die Waffe weg. Okay, bevor wir zu Manimako gehen, will ich ein paar Sachen verkaufen. Ich hab ganz vergessen, wie weit wir schon mit der Magiergilde sind von den Questreihen. So, erstmal zu den Händlern. Warte mal. So. Elfengardbezirk, Marktbezirk. Der andere Weg ist schneller. Um zu den Händlern zu kommen, meine ich natürlich. Hier erstmal die Arena. Irgendwie hätte ich Bock, wieder in der Arena mal kurz einen Kampf zu machen oder so. Einfach so, just for fun. Eine faire Chance. Hier kann ich. Ich hoffe, ich kann behilflich sein.
Ja, ich möchte dir meinen Kann Scheiß ich euch an- etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Jein. Ich will dir meinen Scheiß andrehen, wie das hier. Oder das hier. Oder das hier. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Oder das hier. Das hier. Ihr seid ein harter Feilscher. Beinschienen der Sonne. Ist das Ebenerz? Oh, so viele Seelensteine haben wir. Die Welkensteine. Daran habt ihr viel Gold. Die Valasteine? Solche Geschäfte mache ich nicht. Wie heißt die Valasteine? Den Rubin. Das ist ein gutes Angebot. So, dann will ich von ihr Hämmer haben. Wir haben 5 Stück, dann kaufen wir 10. Dann haben wir 15. Ihr seid ein harter Falscher. Ja, aber... Kommt wieder und kauft bei mir ein. Oh, warte Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Achso, okay. Lebt wohl. Lebt wohl. Wie viel Platz haben wir jetzt im Inventar? 813. Okay, aber wir haben auch zu viele Tränke und wir haben noch etwas, was wir eigentlich vielleicht irgendwo hinpacken sollen. Priorider 9. Erstmal wegpacken sollen. Seid gegrüßt, Kommandant. Seid gegrüßt. So. Die Pfeile packe ich erstmal weg. Klinge des Leids, Silberpfeile können weg. Einschienen der Sonne. 3500 ist es wert. Ist das das Amulett, das ich tragen muss? Okay, wir bleiben bei dem dann. Ich glaube, das ist das, was ich tragen muss. Seid gegrüßt, Ritter. Habt ihr einen Moment Zeit? Ich muss euch sprechen. Natürlich, natürlich. Worum geht es? Die Neuen mögen euch segnen, mein Freund. Schönes Gespräch hattet ihr da. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich eigentlich hin für Mani Marco? Konfrontiert den König. Hannibal Traven hat mich zum Erzmagier befördert und mir die Vernichtung des Königs der Würmer aufgetragen. Ich muss das schwarze Seelenjuwel mit in die Echohöhle nehmen und ihm entgegentreten. Bei Bruma. Nein, ich möchte dann nicht schnell reisen. Okay, das heißt dann, wir müssen uns auf den Weg nach Bruma machen, ne? Was auch immer Mani Marco so weit im Norden macht. Achso, warte mal. Seelensteine. Keine Seele, hier ist eine kleine Seele. Lassen wir mal so.
Umbra ist wieder aufgeladen. So, jetzt ist die Frage, wo ist die Straße? Sehr weit weg. Wohl, dann würde ich sagen... Ah, nein. Würde ich nichts sagen. Ich sag nichts. Eine Seele haben wir gefangen. Nice. Bereich wird geladen. Ich würde dann aber sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.